Herzlich willkommen zum Kurs Grundlagen testen, Kapitel 3 von 6. Dieser Kurs besteht aus verschiedenen Kapiteln. Wir befinden uns im Kapitel 3, statische Tests. Zuerst eine kleine Übersicht. Wir schauen uns zuerst den Unterschied zwischen Review und Audit an. Anschließend die verschiedenen Review-Arten. Und zum Schluss den Ablauf einer Inspection. Zuerst zum Unterschied zwischen Review und Audit. Wir haben hier unsere Übersicht. Wir befinden uns in den statischen Tests, Whitebox-Tests, und dort gibt es den Review und den Audit. Ein Projekt besteht in der Regel aus einem Start und einem Ende. Am Schluss steht dann das System. Um Fehler frühzeitig zu erkennen, sollte möglichst früh im Projekt mit Testen begonnen werden. Zum Beispiel bereits die Spezifikation oder bereits kleinere Teile des Systems. Hierfür stehen Reviews und Audits zur Verfügung. Beim Review wird ein Produkt getestet bzw. bewertet. Der Fokus liegt beim Produkt. Ist die Spezifikation fachlich korrekt? Erfüllt das Teilsystem die definierten funktionalen Anforderungen? Wären mögliche Fragen. Ein Vorteil von Reviews: Review kann schon sehr früh im Software-Lebenszyklus durchgeführt werden. Fehler, welche früh entdeckt werden, sind einfacher und günstiger zu reparieren. Ein Audit untersucht im Gegensatz zum Review nicht direkt das Produkt, sondern den Vorgang. Ein Audit untersucht, ob Prozesse, Anforderungen und Richtlinien die geforderten Standards erfüllen. Mögliche Fragen: Sind die notwendigen Kapitel vorhanden, also hat die Spezifikation die Kapitel, die das Unternehmen vorgibt? Ist die Software nach Firmennorm aufgebaut? Werden beispielsweise Bemerkungen korrekt gemacht? Werden die korrekten Befehle übernommen? Wir schauen uns nun die verschiedenen Review-Arten an. Review ist ein Oberbegriff. Es existieren unterschiedliche Review-Arten, nämlich ein informeller Review. Beim informellen Review existiert kein formaler Prozess. Es kann als Pair-Programming gestaltet werden. Ziel liegt im Finden von Fehlern. Wenn ich also zu einem Programmierkollegen gehe und sage, kannst du mir kurz den Code anschauen, wäre das ein sogenannter informeller Review. Der Walkthrough. Der Walkthrough wird durch den Programmierer, welcher den Code erstellt hat, geleitet. Teilnehmende sind gleichgestellte Mitarbeiter. Ziel liegt im Finden von Fehlern und dem Erfahrungsaustausch. Hier wäre es also möglich, dass ich mit zwei weiteren Programmierkollegen in ein Sitzungszimmer gehe und dort meinen Code Schritt für Schritt anschaue. Der technische Review. Beim technischen Review wird die Sitzung durch einen Moderator geleitet und nicht vom Autor. Die Sitzung wird dokumentiert. Ziel ist es, Entscheidungen zu treffen und Alternativen zu bewerten. Die Inspection. Die Inspection wird ebenfalls durch einen Moderator geleitet. Es gibt definierte Rollen und Abläufe. Am Ende wird ein Inspektionsbericht und eine Liste der Ergebnisse erstellt. Es gibt einen formalen Prozess für die Folgeaktivitäten. Das Hauptziel liegt im Finden von Fehlern. Wir schauen uns nun den Ablauf einer Inspection genauer an. Sie beginnt mit der Planung. Bei der Planung werden die beteiligten Personen ausgewählt und die Rollen besetzt. Die zu betrachtenden Objekte werden definiert. Anschließend gibt es ein Kickoff-Meeting, eine Einführung. Beim Kickoff werden die Ziele erläutert und offene Fragen geklärt. Danach eine individuelle Vorbereitung. Die Prüfobjekte werden individuell geprüft und potenzielle Fehler und allfällige Fragen werden notiert. Danach die effektive Durchführung der Inspection. Die Inspection wird durchgeführt, die Ergebnisse werden protokolliert. Es gibt eine Überarbeitung, die gefundenen Fehler werden korrigiert
und die Nachbearbeitung. Die korrigierten Fehler werden nochmals überprüft. Die Lessons learned werden gesammelt. Vielen Dank fürs Schauen von Kapitel 3 von 6. Ich hoffe, Sie im Kapitel 4 von 6 wieder sehen zu dürfen.